Moin Leute, ich sag jetzt einfach mal am besten gar nichts dazu. Jo, ich habe einfach ewig lange keine Let's Plays mehr gemacht, ne? Und wie ihr vielleicht gerade seht, ja, das ist Cube Worlds, sowas ähnliches wie Minecraft. Und da wollte ich euch jetzt einfach mal einen kleinen Einblick reingeben. Ich habe das jetzt ehrlich gesagt schon ein bisschen gespielt, also das heißt ein bisschen. Ich habe es halt schon ein bisschen. Ja, wie auch immer. Ich spiele es jetzt einfach mal. Und ich erstelle jetzt hier gerade eine neue Welt. Und ja, der Seed generiert halt irgendwie mit einem bestimmten Algorithmus eine Welt. Ich gebe jetzt einfach mal eine zufällig irgendeine Zahl hier ein. So. Und dann geben wir der Welt noch einen Namen. Fürs. Ja. Spielen. Nicht besonders kreativ, wie auch immer. Und lassen uns die Welt jetzt mal erstellen. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe irgendwie das letzte Mal vor einem halben Jahr oder so ein Let's Play hochgeladen. Ich hatte irgendwie mit dem Sport und mit der Schule total viel zu tun. Und jetzt habe ich ja Ferien. In einer Woche bin ich auch schon wieder 3 Wochen in Frankreich. Aber erstmal habe ich jetzt ein bisschen Zeit für euch. Und deswegen zocken wir jetzt mal eine Runde Cube Worlds. Ja, also wie ihr sehen könnt, da oben. Ach, jetzt zeige ich da mit dem Finger hin, bringt natürlich gar nichts. Ich bin Level 26. Ja, ist jetzt nicht besonders viel, nicht besonders wenig. Ich weiß nicht, man braucht dafür so. Wenn man mit solchen Spielen gut klarkommt, braucht man dafür, glaube ich, so 8 Stunden. Ja, manche schaffen es vielleicht auch in 4, ich habe keine Ahnung. Ich habe dafür jetzt ein bisschen länger gebraucht, ehrlich gesagt. Aber man kann es auf jeden Fall viel schneller machen. Aber es gibt in dem Spiel ja auch so viel zu entdecken, dass ich mir ehrlich gesagt irgendwie an eurer Stelle ein bisschen Zeit nehmen würde. Und es kommt halt nicht nur darauf an, hier möglichst schnell zu leveln, sondern ja, Monster droppen halt auch Sachen. Die kann man halt auch alle aufsammeln. Ich hoffe, ihr seht das gerade flüssig. Bei mir leckt es ein bisschen, aber müsste normalerweise bei euch flüssig laufen. Ja. Ich guck mal gerade, ob ich mein Boot oder mein Flugzeug in Anführungsstrichen drin. Ich hatte mein Boot drin, jetzt habe ich mein Flugzeug gerade reingetan. Eure Spezialwerkzeuge könnt ihr mit G aktivieren. So. Und der Leertaste, ja, gebt ihr halt Energie dafür aus. So, greifen wir mal deine Radieschen-Teile hier an. Also ich habe eigentlich eine relativ gute Ausrüstung. Aber Magier sind halt irgendwie, ja, die sind einfach gut. Deswegen. Und einen haben wir. Zweiten auch. Ja, wir haben jetzt ordentlich Schaden verloren. Aber das Gute an dem Spitter ist, das ist das einzige Tier in dem Spiel, was auch heilen kann. Na, hallo, wieso heilst du mich nicht? Ja, anscheinend kann es vielleicht nur bis zu einem gewissen Grad heilen oder so, ich weiß es nicht. Ja, also in Cube Worlds kann man halt auch Haustiere haben. Und das werde ich euch bestimmt irgendwie diesmal oder in der nächsten Folge, falls sie irgendwie zustande kommt, ich verspreche das jetzt mal lieber nicht. Sonst halte ich das bestimmt eh wieder nicht ein. Zeige ich euch dann mal, wie man Haustiere zähmt. Ansonsten könnt ihr auch einfach bei YouTube gucken, natürlich. Also, man findet hier aber halt ab und zu mal so Pet Food. Das tut man dann hier rein. Ach, jetzt habe ich die Schildkröte genommen. Ja, also, ihr seht hier, ich habe ein paar Haustiere. Das sind halt alles Haustiere hier. Also, jetzt nehme ich zum Beispiel einen Schokoladendonut. Wenn ich jetzt das passende Tier dazu fände, das wäre, ich glaube, ein Hund oder so. Also, gibt es Listen im Internet für. Kann ich auch nochmal in der Beschreibung verlinken, welches Petfood für welches Tier ist. Und dann geht ihr da halt so hin und dann kommt über dem Tier so ein Herz und das Herz wird immer größer. Ja, so geht das halt. Das habe ich im Prinzip schon wieder erklärt. Naja, ihr kennt mich ja. Einfach spontan und kreativ. So, jetzt hole ich mir mal hier meinen Spitter zurück. Wo ist der jetzt schon wieder gelandet? Jo, da ist er. Volles Leben haben wir. Ja, in den Betten hier könnte man sich theoretisch ausruhen und dann halt Leben kriegen. Ich bastel mir gerade hier mal so eine kleine Suppe. So, passt schon.
also ich habe halt gerade die Bogenschützenklasse. Es gibt auch noch eine Schwertkämpfer, eine Ninja, eine Anführungsstrichenklasse, sorry Leute. Und eine Magierklasse. Die sind eigentlich ungefähr alle gleich gut, auch wenn irgendwie jeder so seine Vorlieben hat. Und der Nachteil von der Ranger, also Bogenschützenklasse, ist aber einfach, dass sie total schlechte Rüstung haben. Die machen aber schon ganz gut Damage, finde ich. Ja. Es gibt, also das Spiel ist ja noch in der Alpha. Und ehrlich gesagt, ich habe es mal wieder gesponsert gekriegt. Entschuldigung, ich habe ganz schlimm Husten im Moment. Und da gibt es halt noch so ein paar Bugs, zum Beispiel, dass im Multiplayer euer Pet nicht gelevelt werden kann. Deswegen spiele ich gerade auch im Singleplayer. Ja, okay, ich habe einfach keine IP eingegeben, ist ja logisch. Ich habe übrigens mit meinem Partner Geartek im Moment einen Server am Laufen. Ich denke mal, wenn ihr das Video seht, wird der Server auch noch da sein. IP kommt dann auch mal in die Beschreibung. Der sollte normalerweise 24 Stunden um die Uhr on sein. Online, da, wie auch immer. So, gönne ich mir ja mal so einen Kürbis, Muffin, Keks, was auch immer, Muffin auf. Nein, 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 komm nicht zu mir. Nein, ihr seht euch. Nein, nein. Ach, die sind freundlich, okay. Ja, also es gibt halt, es gibt verschiedene Klassen, also Bogenschütze und so. Und gibt es halt noch verschiedene Rassen. Also ich bin, glaube ich, ein Ork oder so. Und dann gibt es auch Humans. Also Menschen, ich habe das Spiel auf Englisch, deswegen spreche ich hier auch irgendwie manchmal Englisch. Lasst euch nicht verwirren. Und dann gibt es halt auch noch Elfen und Zwerge, Froschmänner, was auch immer das jetzt eigentlich sein soll. Und ja, ist auf jeden Fall ein lustiges Spiel. Weiter geht's. Ich suche mir nochmal ein paar Monster. Vielleicht sind ja jetzt hier auch mal ein bisschen schwierigere. Da ist ein Alpaka hier. Die sind nicht allzu schwierig. Ja, sieht man ja. Und das Besondere an dem Spitter ist halt auch noch, dass er zu den bis jetzt einzigen drei Tieren gehört, die dem Weitkampf mächtig sind. Ja, so als Nebeninformation. Ich möchte euch auch immer ein bisschen Wissen mitteilen beim Spielen. Es gibt auch noch die Turtle, also die Schildkröte hier, die kann zwar keinen Weitkampf, ne, ich habe mich übrigens gerade vertan, es gibt zwei Tiere, die Weitkampf können, die kann zwar keinen Weitkampf, die Schildkröte hat da dafür aber eine extrem hohe Resistenz, und wenn ihr halt gegen Bossmonster kämpft, könnt ihr am besten die Turtle, also dass das Monster auf die Turtle geht, weil die halt relativ viel einstecken kann. Ja, macht aber halt einen mittleren großen Schaden und kann halt im Gegensatz zum Splitter keinen Weitkampf. Also für mich als Bogenschütze ist der Splitter natürlich total geeignet, weil wir halt gemeinsam aus der Ferne angreifen können. So, da hinten sind ein paar Fliegen, die sind auch nicht allzu schwer. Ich drücke übrigens. Oh, Mango Juice. Habe ich schon einmal. Ja, mal. Also bei mir kriegt ihr hier auch beim Let's Play immer so kleine Tutorials. Und zwar könnt ihr zwei Pet Foods nehmen, indem ihr das eine reinzieht, beziehungsweise einfach Rechtsklick darauf macht im Inventar. Und dann nehmen wir das zweite und schon haben wir zweimal das gleiche Pet Food. Und jetzt könnt ihr das hier auch wieder zurück in euer Inventar tun. Und ihr habt zweimal das gleiche Pet Food. Tada. So, soll ich mein Splitter wieder raus. Machen wir die restlichen zwei hier noch fertig. Na, kommt schon. Ja, also, wie ihr seht, alles halb so wild. Nicht besonders schwer, die Kamera. Ja, und die Splitter sind aber relativ selten, falls ihr auch mal einen holen wollt. Ich werde noch ein Seed in die Beschreibung schreiben. Also mit der gleichen Seed-Nummer kriegt halt jeder immer die gleiche Welt generiert. Und ich werde heute
Ich werde euch halt auch eine Seed-Nummer da in die Beschreibung schreiben, wo ihr auf jeden Fall Splitter findet. Ja, es gibt auch Videos auch schon auf. Es gibt auch Videos. Was ist los bei mir? Es gibt auf YouTube auch schon ganz viele Videos, wo erklärt wird, wo man ganz schnell Splitter finden kann. Deswegen sehe ich das jetzt nicht als nötig an, nochmal so ein Video zu machen, weil es das halt auch schon massenhaft gibt. Aber da das Spiel halt relativ neu ist und da das extrem Bock macht, zeige ich euch halt ein bisschen von dem Gameplay von Cubeworld. Ja, das ist ein Mole. Auf Deutsch ist das ein Dings da. Na, Maulwurf. Die sind auch nicht besonders schwer. Na komm schon, kleiner. Und übrigens, wenn ihr euch ein Pet holt, dann. Oh, scheiße, jetzt habe ich gerade gegen das Mikro gehauen. Ich hoffe, ihr habt das jetzt nicht allzu laut gehört. Ah, da sind freundliche Hexen. Übrigens, wenn ihr ein Tier angreift und freundliche von euch gerade in der Nähe sind, dann werden die euch beim Kämpfen helfen. So, ich war gerade aber noch irgendwie woanders stehen geblieben. Und zwar, wenn ihr euch ein Haustier holt, dann wird das Level des Haustiers eurem Level angepasst. Das heißt dann explizit, dass das nie höher als euer Level ist. Aber es gibt halt irgendwie, also der hat jetzt glaube ich eine Stärke von Level 4 oder so. Das heißt, wenn ich mir den jetzt zähmen würde, dann wird der Level 4 sein oder so. Wenn ich jetzt aber erst Level 2 wäre, dann wäre er auch Level 2, weil er halt nie über dem eigenen Level sein kann. So, und das mit diesem Rumspringen und dem Roundhouse-Kick gönnen und so, das sind halt hier meine Fähigkeiten. Hier sind meine Fähigkeiten. Wenn ich Punkte hätte, könnte ich jetzt hier Punkte verteilen. Und für jede Klasse, also für mich explizit jetzt beim Bogenschützen, gibt es halt nochmal zwei Unterarten. Und zwar einmal hier den Sniper und einmal den Erforscher bzw. den Scout. Der Scout ist halt eher für den Nahkampf. Der Sniper hat halt etwas weniger Schaden und ist für den Fernkampf eher. Ja. Und es gibt von den gleichen Tieren gibt es aber auch noch verschiedene Schwierigkeitsgrade. Es gibt nämlich zum Beispiel, ihr habt ja gerade einen Sheepherd-Dog, also einen Schaf, Herdenhund, Dings da gesehen. Und von denen gibt es auch noch welche in der Sorte plus 1. Das heißt, ihr dürftet theoretisch auch mit Level 70 oder so immer noch schwierige Mobs, Monster finden, wie auch immer. Und es gibt hier halt auch so Dungeons. Ich guck mal hier gerade, ob hier irgendwo einer ist. Ja, da ist übrigens die Stadt, da sind ein paar Läden. So, da ist ein Dungeon. Oder, beziehungsweise er muss kein Dungeon sein, er kann auch ein Boss-Mob sein. Also da ist halt immer irgendwas Besonderes. Theoretisch kann da auch irgendwie ein besonderer See sein oder so. Aber an diesen gekreuzten Schwertern ist halt eigentlich immer, das heißt eigentlich, da ist immer irgendwas Besonderes. Also entweder eine Burg, Katakomben sind da manchmal. Also irgendwas mit etwas höheren Mobs halt. So, da begeben wir uns dann mal hin. Aber nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächsten. Ich hoffe, ihr hattet einigermaßen Spaß. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut rein, Leute.